glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Dieser Pfad ist super komisch, Mann. Hey, yo, Leute, ich bin's, Make vom Kanal Gamecore. Willkommen zurück zu Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir zwei Lieder gelernt und auch die Weisen des Zephyr und Terra Tempels kennengelernt. Also relativ sehenswert, wenn ihr es nicht gesehen habt. Könnt ihr ja gerne in die Playlist auf unserem Kanal und da findet ihr dann alle Videos. Was ist das denn für eine Insel? Was ist das denn für eine Insel? Wo bin ich denn überhaupt? Achso, oh, hallo, das Portemonnaie. Krass. Krass. Hätte ich mir eigentlich denken können, wenn das der C4-Tempel ist. In diesem Part. Ich mache was in diesem Part. Ich mache ein paar Sidequests und Vorbereitungen auf andere Ereignisse noch. So. Und zack. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen was auf Portemonnaie. So, Draconia, Orni, bla bla bla, Hüter des Himmels. Das glaube ich erstmal nicht. So, die Tauschquest machen wir auch später. Ich habe jetzt auch überhaupt keinen Bock drauf. Nein, 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 ich möchte nicht. Dankeschön. Ich möchte hier rein, ja. So. Na. Fotoboxen. Oh ja, gerne. So. Na und ob. Drei Aufgaben stellen. Also erste Aufgabe. Ja, okay. Das ist eine relativ blöde Sidequest, aber ich mache es einfach, weil es da ein Herzteil gibt, also eine Schatzkarte, die zu einem Herzteil führt. Wir haben ja in Tingles Zelle, Gefängniszelle, eine Fotobox gefunden. Oh, na, wie geht's dir? Ja, die Sidequest habe ich wohl auch schon gemacht. So, jetzt müssen wir einfach fucking warten. Das ist ein bisschen blöde. Uff. Nope. Na, der ist schon fast bei der Briefbox. Wie heißt denn eine Briefbox? Briefkasten. So. Wieso mich? Mit dem linken Stick. Dödö. Kann ja auch ein Selfie machen. Ich muss warten. Oh, wenn man den Stick reindrückt, kann man auch das. Kriegt auch andere Expressions, wenn man noch irgendwas drückt. Genau. Okay, egal. Nicht das, was wir brauchen. Da ist er. Yay. Komm, beeil dich. Fuck. Alter, ich hoffe, das zählt, Mann. Wenn das nicht zählt, ich raste komplett aus. So. Hey, hier, ja. Alright. Ich mache jetzt dann erstmal was anderes. Ihr wisst, was da zu tun ist. Also könnt ihr euch nicht beschweren, dass ich es nicht gezeigt hätte. Ich mache jetzt aber erstmal was anderes. So. Und zwar die Windmühle wieder in Gang zu bringen. Gibt nämlich auch zwei Herzteile. So, ich brauche diesen Wind. Und so. Und schon dreht es sich wieder. Yay! Dass das jetzt nicht funktioniert hat mit dieser Scheiße. Das kriegt er heimgezahlt, Mann. Eine Millisekunde zu spät. Ich raste aus.
So. Gut. Gut, gut. Egal. So, komm ich... Oh nein, das, ich wollte nicht mit euch reden, Mann. Komm ich da irgendwie anders hoch? Komm ich da so hoch? Nope. Komm ich da so hoch? Ja. Krass, dann muss ich nicht durch eine Tür. Ich mach die offscreen. Ich erspare euch das jetzt. Richtig scheiße gelaufen ist das jetzt. Mann, oh Mann. Nun gut. Wir haben jetzt erstmal was anderes zu tun, und zwar hier diesen Typen. Ist kaum zu glauben, aber das Riesenrad hat tatsächlich angefangen, mich wieder zu drehen, bla bla bla. Es gibt eben Leute auf der Welt hier, bla. Okay. Das da. Ne, nicht das, das da. Da oben ist nämlich noch so eine Sache. Ein Turm, welcher einen Leuchtturm eigentlich ausmacht. Und zwar die Leuchte. Die dreht sich nicht. Die dreht sich nämlich nur nachts. Okay. Okay. You know what? Dann mache ich erstmal die andere Quest, die es mit den Fotos auf sich hat. Frage ist, nun muss ich dafür eine andere Sache noch haben? Bin mir nicht sicher. Nun gut. So, erstmal hier rein. Das ist nämlich das Fotohaus, ne? Also das Haus von dem Typen mit den Fotos. Und, ja. Hier gibt es eine Schatzkarte und ein Glücksamulett. Und wenn man es richtig anstellt, noch eine Schatzkarte. So, eins. Oh, 50 Rubine, cool. Glücksamulett wäre aber auch okay gewesen. So. Jetzt droppt man nämlich auf die Treppe. Gleich dann. So. Und dann kann man diese Leute hier erkennen. Darf sich halt nicht sehen lassen. So. Mache ich noch eins, wo beide besser zu erkennen sind. Damit es auch passt. Hey. 10 Jahre sind schon her, seit ich mich wie bewundernswert. Ja, die sind in love. Also, glaube ich. So. I don't care about you. Ah, gut. Das zeigen wir jetzt den Tratsch-Tanten hier. Und zwar... Hey, ich möchte... Ich möchte euch ein Bild zeigen. Okay. Kann ich auch noch nicht machen. Lauf schneller. So, der Lehrerin muss ich ja auch noch Glücksamulette geben. Okay. Hey. Nein. Nein, falsche Tasche, Glücksamulette da. Ja. Oh, ich werde mit dir reden. Erzähl mir was. Bla bla, Glücksamulette, ja, ja. Cool. Bitteschön. Kann ich was für dich tun? Erzähl mir was. Hä? Was? Muss ich zuerst das hier lesen? Warte, was? Hä, was? Ich check die Welt nicht mehr. Ich check die Welt nicht mehr. Eigentlich sollen wir der Glücksamulette geben. Ach ja. Ach ja. Okay. Wir müssen jetzt ein Glücksamulett finden.
Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber es ist der Baum da. Juhu. Na sowas, du hast das Glück zum Glück gefunden. Ja, toll, oder? Frau Lehrerin Marie. Okay, vielleicht müssen wir zuerst die ganz kleinen Sträuche-Quest machen, bevor wir die andere Quest machen können, bevor wir die andere Quest machen können, bevor wir die andere Quest machen können. Holy shit. Auch gut. Okay. So, mit dem müssen wir später auch noch was machen. Jetzt aber erstmal nicht. Hier, nimm meine Glücksamulette. Das ist doch ein Glücksamulett. Ja, ja. 20 Stück. Ja, ja, ja. Yay, 20 Rubine, okay. Okay, hier, bitteschön, 20 Glücksamulette. Urkunde des Anwesens. Super, die brauchen wir nämlich im Dings. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Dann kriegen wir noch ein Herzteil von den Kindern. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Dieser Pfad ist super komisch, Mann. Hey, wir haben es ihr gegeben. Alle Achtung, nicht schlecht. Hey. Hey, du. Ja. Ach, ich krieg dann gar nichts mehr. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Habe ich die Anwesen-Medaille. So, ihr sagt jetzt irgendwas. Die Ecke drin, Ziegel aus. Emaloy Cox war. Gut. Bitteschön. Was? Aber das sind doch der und der. Ja. So. Schatzkarte. Hätten wir das gemacht. Hätten wir das auch geschafft. So, dann muss ich Bilder löschen. Die fucking Motion Controls. Wenn die mir das jetzt versaut haben. Uff. Okay. Okay, cool. Der größte Feigling der Stadt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der größte Feigling der Stadt, der befindet sich nämlich in der Kaffeebar. Und das Foto kann man jederzeit schießen. Man muss nicht irgendwie 15 Jahre warten. Meine Fresse. So. Und zwar ist es dieser Typ hier. Kosak heißt der, glaube ich. So. Wenn es blöd läuft, können wir auch das so machen. So. Wenn das eine nicht zählt, dann zählt das andere auf jeden Fall. Oh mein Gott, Mann. Wenn die Motion Controls mir das jetzt verkackt hätten, ne? Ich wäre ausgerastet. So. Manometer. Krass. So. Das passt wohl. So, und das letzte ist wieder warten. So, letztes Lichtbild ist wieder warten. Das dauert jetzt auch wieder genauso lange wie auf den Typen. Warten auf den da, weil die nämlich gleichzeitig sind. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine andere Quest. Währenddessen darf halt nicht das uns Geschäfte an der anderen Theke machen.
So, ich glaube, ich habe jetzt alle. So. Glücksständer sind das. Gegründet von ihm bei solchen guten Sachen, ja. Gut, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, 15 Dinger gekauft oder so. Ich musste die halt in diesen Dingern platzieren. Jetzt stehen hier halt überall diese scheiß Blumen rum. Uff. Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Und jetzt habe ich genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um das Foto zu machen. So. Wehe, diese scheiß Kinder kommen um mich rum. So, und jetzt verkacken mir die fucking Motion Controls nicht das Bild. Kinder, geht aus dem 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 Bild. Wenn das jetzt nicht zählt wegen den scheiß Kindern, ne? Ich raste aus. Generell raste ich schon aus wegen so vielen Sachen heute. So. Man muss übrigens in den Häusern nicht, in den Häusern nicht die Dinger platzieren, um das Herzteil zu bekommen. So, sehr, ja, okay, cool. So, jetzt bin ich wirklich sein... Was? Und was muss ich dann mit der Kreatur hier machen? Ist das etwa unglaublich? Diese reine Tannenglühwürmchen. Früher hat man, wenn man das Tannenglühwürmchen abgegeben hat, die Fotobox Deluxe gekriegt. Aber anscheinend nicht mehr. Na, was sagst du zu meinem Kleid? Selten und hübsch, nicht wahr? Jo. So, wie war das? Man muss ein Foto von ihr machen. Und irgendwie ihm dann das Foto zeigen. Wie war das? Ich probiere es einfach mal aus. Es gibt so viele Fotoquests noch zu machen. So, yeah. Hey. Oh, ein Lichtbild. Ja, das ist das Mädchen. Sie ist wirklich wunderschön. Und genauso ist mir klar geworden, dass mir ein Lichtbild von ihr nicht reicht. Ich habe einen Schluss gefasst. Ich mache sie zu meiner Freundin. Am besten lade ich sie auf eine Tasse Kaffee ein. Genau. So, das funktioniert dann nachts. So, und von ihr auch ein Lichtbild. So. Ja, okay, Miss Portemonnaie. Schön für dich. Bitte schön. Ach ja, so sehe ich aus. Super. Eine Schatzkarte. So, dann kleine Tag- und Nachtmusik. Leute, wir machen das jetzt noch fertig. Wir machen das jetzt noch fertig hier. Diese Scheiß-Quests machen wir jetzt noch fucking fertig. So. So. Nice. Und das lässt eine Truhe erscheinen. Da unten. So. Da ist eine Schatzkarte drin. So, perfekte Landung. Schöne Nacht. Hast du gesehen, der Leuchtturm strahlt wieder. Yay, 10 Herzen. So, dann brauche ich mein Blatt. Und dann muss ich nach da. So. Und
Zack. Huch, was macht dein Kind denn hier noch draußen? Ja, okay. Schon okay, brauche ich nicht. So. Das sagt einem nur, dass der ein Bild von einem Mond will. Und dann muss ich hier rüber. Hopp, hopp. Und hopp. Dann haben wir es fast. Dann haben wir es fast. Oh, da ist sogar sofort ein Herzteil drin. Okay, gut. Dann kriegt man zwei Herzteile dadurch. So. Ja, habe ich doch schon gemacht, oder? Habe ich das nicht schon gemacht? Okay, mache ich das halt nochmal. So. Sehr verwirrt. Sie ist ja so schön. Hä? Habe ich gemacht. Was? Was? Was muss ich tun? Hä? Ah, oh, Vollmond, perfekt. So. Was muss ich tun? Hä? Verwirrung. Was muss ich tun? Ich bin so verwirrt, Leute. Ich glaube das gar nicht. Glaub gar nicht, wie verwirrt ich bin. Okay. Probiere ich das nochmal. So. Eigentlich müssten die zusammenstehen dann. Uff, die sind weg. Okay, die sind in der Kaffeebar. Das ist super. Das ist super. Ich kenne die Kaffeebar. Das ist toll. Das heißt, ich habe alles richtig gemacht. Meine Haare aber nicht, anscheinend. So, da sind sie. Hey. Wir sind jetzt ein Paar. Kannst du das fassen? Yay. Und ein Herzteil. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Nochmals herzlichen Dank. Kein Ding, du. Wäre es doch nur so einfach, irgendjemandem ein Foto von sich zu schenken. Und dann so, hey. Krass. Gut. So, dann dem Emo-Kit. Noch ein schönes Lichtbild zeigen. Blabla, lass mich gefälligst in Ruhe. Wie kann er das nur... Hä? Ich verstehe dich sehr gut. Zeig mir ein Bild des gelbesten und rundesten Dings. Okay. Bitteschön. Vollmond. Natürlich. Und eine Schatzkarte. Cool. Dann hätten wir das, glaube ich, alles fertig in Portemonnaie. Dann fehlt nur noch... Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn hier noch? Was brauchen wir denn hier noch? Wir brauchen nur noch die Schatzkarte aus der Auktion. Aber die mache ich wann anders. Das mache ich wann anders. Da könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich das wann anders mache. Gut. Ich würde sagen, dieser Part ist hiermit nun vorbei. Denn ich habe nämlich auch gar keinen Bock mehr, hier überhaupt irgendwas zu machen. Uff, dieser Part hat mich gedrained. Das glaubt ihr gar nicht, wie sehr er mich gedrained hat.
Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr trotzdem ein Like da lassen oder Kommentare schreiben. Und wenn ihr keinen Part Wind Waker mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.